Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Don't Starve Together mit dem lieben Fischkorb. Ich bin's, hallo. Wir haben Essensprobleme, mein Lieber. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben eine kurze... Oh, ich drücke immer auf, es klebt. wir haben eine kurze Pause gemacht in der Aufnahmesession. Richtig. Und ich erinnere mich an nichts mehr. Gar nichts mehr. Muss ich jetzt dein Gehirn auffrischen? Ich habe 10 Karotten. Ich habe 2. Aber ich werde diese Karotten auf gar keinen Fall mehr in diesen fucking Kochtopf packen. Oh. Außer wir haben irgendwelche Fleischgeschichten. Ich habe überall Fallen rund um das Lager platziert. Vielleicht wirft es ja da mal dem nächsten Hasen ab. Okay, oder pass so. Auf. Was wir brauchen. Flint! Ich hab Flint, ja. Wie viel brauchst du? Flint! 1 oder 2 oder so. Gib dir 6. Ich geb dir 6. Ich mach's in 2. Okay, ganz kurz. Wir brauchen Pläne. Wir müssen uns jetzt mal Pläne machen. Was wollen wir als nächstes erreichen? Wir wollen Essen haben, klar. Mhm. Noch mehr Farm. Wir wachsen aber auch. Hast du Seeds? Nee, habe ich aber da, glaube ich, in die Kiste geparkt. In die Kiste. Du hast Seeds in der Kiste? Ja, musst du mal gucken. Und irgendeiner ist da so eine Fresskiste. Ne? Geil. Perfekt. Also von Scheiße können wir uns tatsächlich tot werfen. Die Büffel. Ja, dann musst du jetzt mal hier fertilizen. Ich komme. Ich bringe Scheiße mit. Hier, alles, was du hier siehst, kannst du gerne fertilizen. Ich würde gerne mal so einen Hammer bauen und deine Farm wegdingsen da. Oh mein Gott, 15 Hunger. Oh mein Gott. Ich esse aber direkt die Karotten. Du hast auch Hunger, ne? Nee, geht. Ich habe noch Ratatouille hier. Ach nee, Stuff Eggplant habe ich hier. Zack. Ich habe auch noch Eggplant. Das packe ich jetzt mal hier in die Kiste. Sehr schön. Hier ist viel Essen drin. Also was heißt viel? Hier ist noch irgendwie ein Stück gebratener Pilz. Die 5 Karotten behalte ich mal bei mir. Ich springe jetzt nochmal rein, oder? Nee, der Tag ist bald vorbei. Nee, mach nicht. Okay, aber was ist denn unser Plan? Also Essen sowieso, wie immer? Mhm. Vogel, geh weg! Wir müssen ein bisschen Exploration betreiben, mal wieder Steine holen und ich würde gerne einen Sumpf finden. Wir brauchen einen Sumpf? Beim Sumpf findet man ganz gut Chesterfield. Chester. Echt? Ist Chester hauptsächlich bei Sumpfgebieten unterwegs oder was? Früher war es mal. Ich habe ihn auch schon woanders jetzt aufgegabelt. Müssen wir einfach mal gucken. Ich meine, was wir jetzt bedenken müssen, ist, dass es jetzt nicht das DLC Reign of Giants. Das ist für mich nochmal ein bisschen ein kleines Problem, weil ich habe Don't Starve damals gespielt in der Beta-Phase. Ist es immer noch in der Beta-Phase, oder? Nee, oder? Nee, ist es nicht mehr. Das Grundspiel nicht mehr. Das Together ist in der Beta-Phase, das normale nicht. Und ich habe es seit der Beta-Phase nicht gespielt, habe mir dann vor jetzt ein paar Wochen, ein, zwei Wochen, habe ich mir dieses DLC geholt und habe mich so ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe mir das heute erst geholt, ne? Das DLC, echt? Mhm, Reign of Giants hatte ich nicht. Kam dann irgendwann, ich hatte Don't Starve sehr, 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 sehr lange und ich habe es mir erst heute geholt. Okay. Ja, da gibt es sehr interessante Sachen, wie gesagt, ne? Ja. Hier ist die Welt schon wieder vorbei, das geht mir auf den Sack. Wo wollen wir denn noch hin? Also, ich wollte noch eine lustige Geschichte erzählen, ganz erzähl kurz. Mal. Damals, als ich mir Don't Starve geholt habe. Als ich noch jung war. Ja, da war ich noch wirklich jung, ne? Knackig und jung. Dann habe ich, als ich das gespielt habe, habe ich mir so Surimi-Zeug reingezogen. Kennst du Surimi? Remi? Nee. Surimi, das ist so dieses klingt nicht wie Sushi. Nicht echte Krebsfleisch oder nicht echte... Wie nennt sich das denn? Surimi, das kennt ihr doch. Ihr lieben Zuschauer, ihr könnt es ja nochmal in die Kommentare schreiben. Surimi ist doch dieses... Ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Fall habe ich mir davon einen ganzen Sack voll reingeschmissen. So über die Zeit, die ich Don't Starve gespielt habe. Und dann habe ich immer, wenn ich an Don't Starve gedacht habe oder es nochmal gespielt habe, musste ich immer an dieses Surimi denken. Irgendwie hat sich dann Don't Starve bei mir verbunden... mit diesem Geschmack des Surimi-Zeugs. Du machst komische Sachen. Es klingt komisch, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so, ja, perfekt. Und was noch ein bisschen interessant, also nicht interessant, aber ein bisschen lustig ist, ich habe mir dann, unabhängig von Don't Starve, habe ich mir mal wieder seit langer Zeit so ein bisschen Surimi-Zeug geholt. Und an dem gleichen Tag oder am nächsten Tag habe ich mir dann das DLC gekauft und habe das dann gespielt und zufällig, gerade an dem Abend, hatte ich dann Lust wieder auf Surimi. Ich hatte es gerade zu Hause und habe es gegessen. Ist das nicht krass? Absolut. Also, okay, es ist gar nicht so krass. Wow. Ich merke es gerade selber. Aber.
Was? Nein! Für mich, also du kennst das, so Assoziationen, weißt du, die man, also so sehen und riechen, wenn man so Sachen verbindet, das kennst du doch aber, oder? Ja, definitiv. Okay, ich bin jetzt ziemlich weit, oh mein Gott, es wird Nacht! Oh nein! Ja, es wird Nacht, habe ich dir das nicht, wollte ich dir oh noch mitteilen? Oh mein Gott, ich habe nicht aufgepasst, ich muss jetzt die Fackel anmachen. Pass auf, ich habe jetzt die Fackel an und laufe in Richtung nach Hause. Ja, wo bist du denn? Ich bin sau weit weg. Ich bin so unglaublich weit weg. Gott sei Dank hast du immer Fackeln bei dir. Also, ist ja Wahnsinn. Ich hab sie gerade gemacht. Ich versuche darauf zu achten, dass ich immer so ein bisschen Gras bei mir habe. Hier brennt ein schönes Lagerfeuer für dich. Oh mein Gott, bin ich weit oh, weg. Oh, und unsere Büsche kriegen gerade Beeren. Jorle? Ja? Ich habe nur noch 63%, jetzt nur noch 57% und ich bin so weit weg, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Na, kannst du dir ein eigenes machen? Eigenes ich könnte mir ein Lagerfeuer machen, obwohl, das sollte ich ja, vielleicht sogar machen. Mach das. Ich mach das jetzt, weil ich bin ja eh am Erkunden. Bleib ich ganz alleine. Boah, das ist jetzt nicht so schlimm. So, warte mal. Feuer, zack. Fackel weg. Wo ist meine Axt? Wo ist meine... Ich habe keine Axt, oder? Na, warte mal, das machen ich hatte sogar noch eine Fackel. Oh, Fischi. Oh mein Gott. Ich habe eine Axt. Okay. Alles klar. Ich muss dazu aber jetzt nochmal, wo wir ja eh gerade in der Nacht sind, ne? Jetzt wird Tag. Ja, schau dir an. Oh nein, ich habe Feuer gelegt. Das macht nix. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber wir sind im Hochsommer anscheinend, wo die Nächte super kurz sind. Ja, noch, mein Lieber, noch. Die Hälfte ist schon vorbei und dann kommt bei dir Winter. Winter is coming. Genau. I love it. Ich liebe es. Kommt bald wieder, ne? Im Februar, glaube ich. Oh nein, jetzt hat dieser doofe Vogel meine Dingsbums gegessen. Mm. Okay, also ich habe hier so einen Shit gesammelt. Also im Februar, ja, ne? Die ist echt schon im Februar? Mhm, ich glaube, im Februar gibt es neue Folgen. Aber ich werde das wie letztes Jahr machen oder wie dieses Jahr. Ich werde abwarten, bis alle Folgen kommen. Nee, das schaffe ich nicht. Von Game of Thrones und dann werde ich mir alle am Stück angucken. Wer ist denn dein Lieblingscharakter so? Hä? Lieblingscharakter? Jetzt geht's los. Habe ich sowas? Ich habe sowas, glaube ich, gar nicht. Habe ich einen Lieblingscharakter? Ich weiß nicht. Das ist auch schon so lange wieder her, irgendwie. Wo laufe ich denn? Wo laufen Sie denn, junge Dame? Wo laufen Sie denn? Also, ich explore hier so ein bisschen. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen, und zwar Don't Starve. An sich, das Spiel, finde ich ja echt cool. Mhm. Aber ich finde so dieses Interface und so, finde ich nicht ganz so schön. Du meinst, mit dem Sachen hin und her schieben und... Wenn, du kannst übrigens, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, die Werkzeuge unten in der Leiste, ne? Ja, wenn du rechts drauf klickst. Genau. Ja, genau. Dann nimmst du sie sofort in die Hand. Das weiß ich schon. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt am Lagerfeuer stehst, ne? Jo. Und du willst irgendwas kochen. Ja. Wenn du nicht aufpasst, dann isst du das, weil du das nicht aufs Lagerfeuer direkt setzt, sondern auf dich selbst. Mach so wie ich. Ich stelle mich immer über das Lagerfeuer, weil dann geht's super. Dann geht das halt. Du musst halt über dem Lagerfeuer stehen und dann ist da immer Guck. Ja, es ist natürlich, hat man so seine Mittel und Wege, aber... Oh mein Gott. Jorle? Jo, was denn? Ich bin hier gerade auf so einem Waldgebiet, wo einfach nichts ist außer Rasen. Nichts! Das sind ein paar Blumen. Klingt sehr spannend. Ein paar Bienen. Aber das war's. Bienen. Hier ist irgendwie echt nichts, ne? Wir müssen auch mal... Es gibt ja so ein... was ich gerne, sehr, sehr gerne bauen würde, ist ein Kühlschrank. Ich meine, bald ist Winter, dann braucht man es vielleicht nicht mehr so, aber... Ja. Das hält die ganzen Sachen ein bisschen länger. Ich meine, gut, wir futtern eh momentan alles, aber wenn wir mal die Produktion am Laufen haben, ist das ganz gut. Also für dich ist es sehr wichtig, weil wie gesagt, für mich, ich kann alles essen. Ich kann auch schlecht gewordene Sachen essen, aber du, wenn du schlecht gewordene Sachen isst, dann verlierst du deine Geisteskraft. Ja, ich weiß. Ich habe gerade übrigens schon wieder ein Wurmloch gefunden. Links ist das von uns. Ich prangere das ein bisschen an, dass wir nicht beide sehen, was wir so... Ja, ist doof, ne? ...gefunden haben. Oh, bin ich weit weg. Also ich werde auf jeden Fall zwischendurch nochmal ein anderes Lager aufschlagen müssen. Irgendwie warst du hier aber schon mal. Hier sind überall Baumstümpe. Das kann gut sein, ja. Bist du jetzt vielleicht ganz... Bist du weit gelaufen? Nach Westen halt. Nach links.
Also so ultra weit im Westen, da war ja auch das andere Wurmloch, wo ich rausgekommen bin. Aber ich glaube nicht, dass du das geschafft hast. Also ich bin gerade mal jetzt so ungefähr so weit, wie das ist. Und ich bin ja quasi 2 Tage gelaufen. Ich sammle wieder fleißig Kacke. Kacke, wir brauchen Kacke. Wir brauchen Scheiße. Scheiße ist so wichtig. Ich habe aber wieder in der heutigen Gesellschaft ist Scheiße einfach viel wichtiger geworden als in der Vergangenheit. Eben. Ja, es ist quasi die Scheiße-Renaissance. Ja? 1834 war ja Scheiße auch schon mal wichtig. Ja, du sprichst mir wieder aus der Seele, Fischi. Du bist so weise. Ich war ja jetzt zu Weihnachten, ne? War ich ja bei meinen Eltern. Und meine Eltern haben uns dann so mitgenommen auf so ein Schloss. Also irgendeine Burg, die da irgendwie im Norddeutschland gebaut wurde. Hier für den Kaiser sonst was. Dänemark, irgendwas. Und da habe ich mal wieder gesehen, damals im Mittelalter haben die ja an diese Burgen so eine Kabine nochmal quasi extra rangebaut an die Wände. Damit da drunter ein Loch ist, damit man da drin scheißen gehen kann, ne? Ja, das war halt so. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ich sag es dir, die Leute haben sich ja damals auch nicht gewaschen, sondern die haben halt unglaublich viel Schminke draufgeballert. Ja, und Parfüm. Ja. Ja. Das war halt irgendwie so. Sich waschen war irgendwie verpönt. Ja. Deswegen waren die Bauern ja auch sauberer als die Adligen, ne? Ja. Da schüttelt es einen, ne? Ich lade euch herzlich ein zu meiner Party heute Abend. Wir tanzen zusammen, aber halt schön weit weg voneinander, weil... Ja. Okay, also ich habe ein bisschen was zu essen gefunden hier auf meiner Odyssee, aber ich habe halt nur diese normalen Waldgebiete gesehen. Okay. Jetzt. Also bei mir, wir haben jetzt schon so viel bei den Bären weggepflückt, dass sie Tatsache zum zweiten Mal jetzt gedüngt werden müssen, die Büsche. Hätte ich ja jetzt auch nicht erwartet. Okay, ich dachte, die düngt man eh nur für eine Wachsperiode. Nee, Wachsperiode. Ich glaube, 3 oder 4 Mal darfst du sie ernten und dann musst du sie halt wieder düngen. Aber wir haben ja hier Büffel. Ich bringe jeden Tag 10 Scheiße mit nach Hause. Ja, das geht schon. Oh, ich habe hier irgendwas gefunden. Also erstens habe ich 22 Karotten mittlerweile und ich habe hier irgendwie so ein Lager gefunden. Ah, das sind aber Gegner. Pass auf, ich werde jetzt hier... Oh, es verfolgt mich. Fischi, mach keinen Scheiß. Es verfolgt mich, geh weg, okay. Ich esse jetzt erstmal ein bisschen was. Es wird gleich Nacht, ne? Mein Lieber, nicht, dass du gleich wieder muckst. Ich mach hier aber Action, pass auf. Action. Ich werde jetzt hier meinen Lockshut anziehen und dann meinen Speer nehmen. Wo ist mein Speer? Wo ist mein... Ja, wo ist er denn? Oh, der ist wahrscheinlich in meinem Rucksack. Oh nein. Oh ja, ist er. Okay, zack. Lockshut und jetzt greife ich mal an hier. Oha. Nee, auf... Attacke! Oh Gott, Fischi. Was? Attacke! Was sind das für? Was ist das hier? Ein Speer noch? Wow. Okay, alles klar. Ich habe alles eingesammelt. Lass mich in Ruhe. Oh, mach keinen Scheiß. Sie lassen mich in Ruhe, alles gut. Mach keinen Scheiß, Digga. Mach keinen Scheiß. Digga. Vorsicht, Alter. Dann bist du mal vorsichtig. Jetzt wird's dunkel, Fischi. Alles gut. Oh, da muss ich mein Lager hier aufschlagen. Oh. Ich mach Essen hier. Wenn du kommst, ist alles vorbereitet. Also, ich sag mal so, ich bin... Obwohl, naja gut, ich bin nicht mehr so weit weg. Ich bin so ein kleines U gelaufen. Sehr schön. Aber alles unterhalb unserer Basis ist quasi das gleiche Waldgebiet. Was? Ich habe nicht mehr aufgepasst. Also, wenn du die Map aufmachst, dann siehst du unter uns das Wald, so Waldgebiet. Das dunkelgrüne Waldgebiet und darunter kommt das hellgrüne Waldgebiet. Richtig, da bist du. Und dieses hellgrüne Waldgebiet... Das zieht sich unglaublich weit nach unten. Bring mal Büsche mit. So Büsche? Viele, ja, ich habe keine Schaufel. Oh nee, oh Fischi. Fischi. Es tut mir wahnsinnig leid. Jetzt schrei mich nicht immer an. Ich prangere das an. Ich bin total sensibel. Also Büsche an sich kann ich hier mitbringen. Na, was soll ich denn damit? Das nächste Mal, wenn ich zu Hause bin, jetzt wird ja jetzt wieder Tag, ne? Ja, gleich. Vollmond, wir haben Vollmond. Ach du Scheiße. Wir hatten Vollmond und... Da muss man auch nochmal an der Stelle sagen, im DLC kannst du bei Vollmond ganz normal rumlaufen. Ja, das kannst du ja auch so. Du kannst ja hier auch rumlaufen. Nee, hier war aber dunkel. Hier war es dunkel. Im DLC ist es so, wenn Vollmond ist, dann ist es zwar dunkler, aber nicht richtig dunkel. Verstehe.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Du weißt schon, dass im Vollmond die Schweine zu Wehrschweinen werden. Ach du Scheiße. Kennst du die Wehrschweine schon? Die musst du so aufpassen. Also ich prangere immer noch ein bisschen anders. Oh, oh. Ich komme jetzt auch mal ins grüne Gebiet. Ich muss Büsche pflücken. Ausbuddeln. Gott, hier ist ja echt nichts, ne? Ich prangere an, wieso haben die das nicht gemacht, dass das DLC auch schon im Multiplayer spielbar ist? Was ist da das Problem? Ich denke mal, dass... Ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass, ich meine, man musste ja... Das ist ja zusätzlicher Content, für den du schon im Singleplayer eben bezahlt hast. Ich weiß nicht, ob es das dann so im Multiplayer dann freigeben. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist aber eigentlich Bullshit, weil wenn du jetzt bei Steam Starve Together kaufen willst und du hast noch gar kein Don't Starve, dann musst du halt irgendwie 20 Euro zahlen und du kriegst halt Don't Starve und das Multiplayer-Ding. Ja. Und wenn du es schon hast, dann kriegst du halt nur das Multiplayer-Ding und zahlst aber auch nur 5 Euro oder so. Wieso? Ah, okay. Jetzt, während ich das erzählt habe, habe ich verstanden, was ich meine. Dass du... Oh, ich habe einen Tümpel gefunden! Du hast einen Tümpel gefunden. Sehr schön. Ja! Und er ist... ziemlich weit weg von uns. Ja. Ist okay. Wird er mir hier angezeigt? Man kann leider nicht alles haben. Er wird mir angezeigt. Ja, okay, also ich hab's verstanden. Das heißt, wenn du jetzt einfach noch Don't Starve gar nicht hast, dann kaufst du dir halt jetzt das normale Don't Starve und den Multiplayer-Teil. Aber trotzdem, ich finde, gerade für uns Leute, die sich so darauf gefreut haben und die natürlich auch gerne das DLC genießen wollen, da wäre es doch schön gewesen, wenn man das direkt darauf angewandt hätte. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hätte es auch gerne mit dem Reign of Giants, zumal ich das ja noch nicht so gut kenne. Also auch nur außer so Videos und was man halt so gelesen und gehört hat oder gesehen, ne, YouTube-technisch. Si, senora. Raman. Okay, ich bin gar nicht mal mehr so weit weg von dir. Echt? Nee, ich bin ja schon wieder bei Anno Zobak hier. Bin bei irgendwelchen Bienen. Bin ja 30 Anno Milliarden. Zobak. Ja, kennst du es noch? Anno Anama. Was, wovon redest du? Ich komme jetzt auch mal zum Lager wieder. Dauert ein bisschen. Ich war auch im Süden unterwegs. Ach, im Süden? Da hätten wir uns ja fast treffen können. Ja, ich habe mir auch einen Sonnenbrand geholt. Im Süden ist schön warm. Ah, shit. Tut mir leid. Nee, ich hab meine Axt ist gerade kaputt gegangen. Ach so. Hier sind überall Baumstümpfe, Fischi. Wie sieht denn die Welt aus? Sag mal, was machst du hier immer? Ich muss halt Sachen machen. Also was mir damals, als ich in der Beta gespielt habe, was auch so ein bisschen auch der Grund dafür war, warum ich aufgehört habe, war, dass ziemlich früh dieses Waldmonster kam. Welches meinst du? Dieses Baummonster-Ding. Ach, Baumwart. Baumwart ist okay, den kann man sogar noch für sich einsetzen. Ich zeig dir dann mal wann. Also ich bin da super schnell verreckt, weil ich den irgendwie nicht bekämpfen konnte. Und dann hatte ich irgendwie... Nein, dann du brauchst dich hier in Don't Starve. Da können sogar Spinnen schon tödlich sein. Man muss Tricks haben, verschiedene Tricks. Ja, ich weiß. Zum Beispiel mein Logsuit. Hast du einen Logsuit? Wie viel Leben hast du eigentlich? Geht, es steigt jetzt so langsam 32. Ich versuche mich immer... Hier bist du ja. Juhu. Wo bist du denn? Fischi. Hallo. Ha. Okay, ich habe jetzt hier Essen reingetan. Und ich esse meine Karotten direkt, weil irgendwie traue ich diesen ganzen Scheiß-Essensding nicht. Und dann nein. Versuche ich mal hier, wo gibt's denn die Angel? Da müssen wir Spinnen töten. Das wird ein Problem. Nee, das wird nicht ein Problem. Doch, dann nehmen wir uns Schweine mit oder so, die wir uns anfüttern irgendwie. Nee. Weißt du, was richtig gut war? Na? Sag mal, wo waren das, wo die Schweine sich gekrabbelt haben mit diesem komischen Sumpfmonster? Wo waren das? Moment mal, ganz kurz. Ich habe hier gerade Gears. Die habe ich gefunden bei diesen komischen Viechern da unten. Warte. Zeig mal. Leg mal auf den Boden. Was? Und ich kann mich ja upgraden mit diesen Dingern. Ja, das brauchen wir für den Kühlschrank. Aber ich kann mich damit direkt upgraden. Brauchen wir einen Kühlschrank, ist die Frage. Dann mach das. Ich könnte mich upgraden. Ja, mach's. Oh, okay, das ist nur... Okay, warte mal. Wie viel Scheiße habe ich? Nein, gehst du weg, Vogel. Nein, weg. Was macht denn der? Der will immer diese Seeds fressen. Muss man aufpassen. Dreckiger Drecksvogel des Todes. Hast du noch Kacke?
Ich hab noch Kacke, ja. Willst du Kacke haben? Ja, mach mal auf denn? Die Büsche hier. Wo denn? Ach, da. Ich versuch aber die hier gerade. Die sind auch schon. Nee, die nicht. Die ich jetzt gerade neu pflanze, nicht. Ah, okay. Oh, warte, zwei habe ich noch. Jetzt verballere ich die ganze Kacke auf die Büsche hier. Das ist wichtig. Büsche sind sag mal, wichtig. Gibt's hier ohne das DLC auch schon diesen Blitzableiter? Ja, ja. Okay, den sollten wir basteln für dich. Sollten wir. Der ist für mich gut. Also ein Blitz für mich ist gut, für dich ist ein Blitz scheiße. Das ist bei... ich glaube bei Science, also auch dieses Science-Symbol. Ganz unten, ja. Lightning Rock. What? Haben wir noch drei Gold? Ja, in der Kiste irgendwo. Und Steine? Hast du, warte, ich mach mir einen. Ich hab auch Steine, ich hab alles dabei. Kommt sofort der Herr. Warte. Oh, ich habe eine Karotte abgebaut. Gerne. Lightning Rod. Wo stellen wir den hin? Den sollten wir hinstellen. Ja. Zing. Hier so ziemlich mittig. Ja, sehr gut. Zing. Sehr gut. Alles klar. Fein, fein. Dann wirst du jetzt nicht mehr vom Blitz getroffen. Und ich wollte jetzt nochmal... Weißt du, wo es die Angel gibt? Das ist bei Survival... Und das finde ich nämlich auch ist so ein Punkt, warum... Fishing Rod, Survival, das dritte. Survival, Science, Structures, Survival. Das dritte. Dritte ganz unten ist Fishing Rod. Drittes von unten, meinst du? Fishing Rod, okay. Ah, okay, da brauchen wir die Netze. Oh, 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 oh. Oh, oh, warte, warte, ich mach. Okay. Oh. Du sollst ja nicht mal ganze Planken reinhauen. Ach nee, gerade nicht, wenn die Nacht so kurz ist, ne? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, aber die Folge ist auch schon vorbei. Was? Echt? Insofern vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Dankeschön. Abgefahrenes Zeug passiert. Wir haben Sachen geschafft. Ich habe Essen ran geschafft endlich mal. Jihi, und wie verrückt bist du? Ich bin total 100. Sehr gut, sehr gut. Na dann, ja, freuen wir uns doch auf die nächste Folge, oder nicht? Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne noch bitte ein Daumchen da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Don't Starve Together mit dem verrückten Fischi. Wuhu! Bis dann! Bis dann! Tschüss! Tschüss!